Hof erkennst du einigermaßen was sehen. Wenn man da die Weidefläche etwas entfichtet, sagen wir so. Jetzt werden wir einfach blöd zusammenklauben da, gell? Die Stämme sind nicht ganz so schön. Als ein Rotantrieb ideal, gell? Schauen wir mal, wo wir das hinlegen. Wo wir das hinlegen? Müssen wir da irgendwo herschmeißen? Fahren wir die nächste Kurve auf. Losen können wir noch immer. Falls wir nicht da aufkommen. Ja, da war jetzt ein Rotantrieb ideal. Stempelholz alle mal, gell? Verbrannig, aber immer selber schnell.
6 die Lehrerin hat eine faule Stelle drin, das heißt brandig, sagt man das Umgangssprache bei uns da, den Brand. Ist quasi jetzt nicht verkäuflich, beziehungsweise kriegt man dafür den mindesten Preis und wäre aber trotzdem verschnittfähig. Also ich kann die Hälfte von dem Bluch trotzdem aufschneiden. Wir machen auch nachher daraus wahrscheinlich Weidezahnstempel. Oder Bretter, man sieht das ja nachher. Aber ein Teil von dem Bluch ist unbrauchbar. Aber ja, deswegen schneiden wir lieber selber. Lärchen ist ja bekannt für die Haltbarkeit im Außenbereich. Den werden wir, glaube ich, eher nicht mehr schneiden. Der ist da, wo damals. Ach. Da geh ich halt so drauf, ja.